Hey Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde Empyrion. Wir sind hier gerade unterwegs und grasen unsere Bohrer ab. Ich würde aber mal sagen hier, komm, Tisch, das parken wir mal hier. Auch wenn wir es wahrscheinlich nie wieder brauchen, aber wer weiß, vielleicht stranden wir ja hier mal irgendwann. So, dann geht die Reise weiter. Energie brauchen wir hier ja nicht auffüllen. Leon wäre zurück. Müssen wir jetzt nach Dragutu? Oder müssen wir da hin? Ah, hier, Z2. Ich sag ja, dieses mit dem Beschriften, so mit Z1, Z2, das ist eigentlich ganz gut. So, das wäre nämlich die andere Richtung, wo wir zuerst hingeflogen sind. Genau, hier bei der Gas Refinery, da haben wir doch einen Generator verkauft, ne? Also müssen wir irgendwann dann nochmal zurück nach Dragutu. Wir machen erstmal den Weg hier bei den Cyrex lang. Teleportieren wir uns erstmal dorthin. Oh, ist das jetzt eigentlich schon dieser schlimme Planet mit den hohen G-Kräften? Sein erster nächste? Ich weiß das nicht mehr so genau. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, das ist der mit den hohen G-Kräften. Ja, gespannt. Wie viel Energie hast du verloren? Ja, noch fast nichts verloren. Läuft noch 40 Stunden. Ach, da ballern wir nichts Neues rein. Was war denn hier noch los? Temperatur geht, Strahlung, naja. Dann ab in unseren Hunter. So, zwei haben wir direkt hier. Da ist dann noch ein Zaskosium-Lager. Danach mussten wir irgendwie nach oben, ne? Ja, hier ist Promethium, aber gut, ey, das ist uns ausgegangen. Da war noch Zaskosium. Gab's noch eine? Ich glaube, das waren alle, ne? Dann sollten wir doch vielleicht erstmal dahin fliegen, dann so oder so einen Kreis ziehen. Aber ich check das lieber nochmal sicherheitshalber durch, ob hier wirklich nur 5 sind. 1, 2, 3, 4, 5. Nicht, dass ich irgendeinen übersehen habe. Nee, das ist schon korrekt. Ja, hier, mal gucken. Hier. Ey, mach Schub von unten. Bringt überhaupt gar nichts. Ja, wie war das? Wir wollten erstmal nach Osten. Ab da. Nicht, dass sie mir hier, ne? Oh, scheiß Parasiten einpflanzt. Oh, scheiße. Oh yeah, da gab's mal so einiges. Also, ihr Restrum, ne? Sieht wirklich echt top aus. Ich muss hier hoch. Nee, schub, schub, schub. Nein, am Bohrer hängen geblieben. Das ist immer wieder heiß hier, ey. Scheiß 4G, ey. So, jetzt müssen wir dann da zurück. Ich sink schon wieder. Jetzt mal ein bisschen Höhe gewinnen hier. Nach Norden. Gar nicht aufgepasst. Ah, schön Hagel. Wisst ihr ja selber. Gibt zwar noch schlimmere Sachen wie Säureregen und sowas, aber wenn ihr so ein Hagelding abkriegt, das kostet auch gleich erstmal richtig HP. Ach, bin ich doof? Ich hätte die noch gebraucht. Ach, scheiß drauf. Nehmen wir die, wenn wir von oben wieder runterkommen. Wir müssen ja eh wieder zur Basis. Oh.
sein. Die Restraum groß. Na, der Planet ist zwar scheiße, so von den G-Kräften her. Aber restraumtechnisch ist das ein super Planet. Zumindest der beste, den wir bis jetzt entdeckt haben. Mit Erestrum groß. Ich glaube, ich erzählt, als ich die entdeckt habe, dass ich das noch nie vorher gesehen hatte. Sowas könnten wir aber mit Kobalt gebrauchen. Ne? Wo ist denn der Bora? Kann ich ihn schon sehen? Ich wollte gerade sagen, hier sind bestimmt auch neue Viecher. Alter! Das kommt schon an, ey. Schieß, ich hab hier jetzt ganz viel Zeugs. Ran hier! Boah, ey, sogar den zweiten Stack angefangen. Jetzt müssen wir nach Norden. Aus? Alter, Richtung ist schon super, Alter. Nein, nix Symmetrieachse. Wir wollen jetzt hier nichts bauen. Wurstfinger. Ach ja, stimmt, ich kann ab und zu ein bisschen Schub geben. Ein bisschen schneller unterwegs hier. Jetzt sieht man den Hagel auch richtig. Gleich noch. Hoffentlich ist in der Promethium auch ordentlich was drin. Wettermäßig ziemlicher Horrorplanet. Natürlich die G-Kräfte auch. Überall auch Viecher. Hier möchte man nicht wohnen. Da ist ja wohl war. Und Viehzeugs. Schaut erstmal nicht so aus irgendwie. Tisch direkt ran. Was? Oh, kein Quellmaterial. Ah.
echt scheiße. Oh, und das bei einer großen Mine. Auf diesem Scheißplaneten. Noch hat mich kein Nagel erwischt. Oh Gott, warte, ich muss über den Jetpack abmachen. Wenn ich jetzt hier runtergehe, verliere ich HP. Ich glaube, ich Hagel abbekommen. Darf ich überall nichts setzen? Naja, dann auch noch. Werde ich mit Hagelkörnern geschossen. Super. Heilen. Na, das ist doch Müll, ey. Das ist bestimmt wieder zu tief hier. Wie auf Fingarum. Jetzt hier wieder raus bei dem Hagel, ey. Ist doch scheiße. Vielleicht habe ich hier Glück. Ne, darf ich auch überall nicht hinstellen. Scheiße. Ich will aber nur mal kurz die Bohrer abfahren. Na ja, solche Probleme. Den Eisen haben wir schon verloren. Ja, die gibt's hier nicht mehr. Da wäre noch ein kleines. Da unten wäre auch Mittel. Klein. Klein. Also wenn wir hier ein Promethium, dann doch am besten auf den hier, ne? Wir müssen sowieso zu dem noch hin. Ja. Tja, der fliegen wir da hin. Ist irgendwie noch eine Ressource, die ich noch gar nicht entdeckt habe? Und warum klärt er die nicht auf? Das muss doch die da eigentlich sein, oder nicht? Egal, weiter.
schnell mit unserem Sternzerstörer los fliegen. Fliegen wir ja eh nochmal an unsere Handelsstation vorbei. Gucken, ob wir nochmal hier unsere Gewehre verkaufen können. Und kaufen dann gleich mal ein paar neue Warcannon ein. Ich finde die zwar eigentlich immer lieber, anstatt mein Geld dafür auszugeben. Aber naja, wir haben ja genug Credits. Vielleicht auch gar nicht so übel. Jetzt müssen wir nur noch, wenn wir hierher kommen, wegen dem einen Zaskosium nach oben fliegen. Aber da sollten wir eigentlich vielleicht mal gucken. Okay, es ist leider klein. Nee. Ah, da hatte ich schon mal geglotzt. Es gibt hier leider kein, nicht noch ein mittleres in der Nähe. Jetzt könnten wir den Zaskosium-Bohrer auch da einstellen. Mitten in die Lava-Hölle. Ja, ist in dem Ohr. Ja. Tot. Ja, fliegen wir genau drauf zu. Da ist es schon. Hängen bleiben, auch schön weiter. Da ist es. Schon wieder in so einer Lava-Hölle. Dann ballern wir erstmal alles weg. Auch geschafft. Ja, den Wegpunkt hat er mir weggemacht. Wir sollten uns vielleicht auch noch so eine Planet Starter Base noch vorbereiten. Eine so eine Teleporter Base haben wir ja noch.
Voll abgeschmiert. Ihr scheint irgendwie eben eine Scheiße zu sein. Das will ich woanders hinstellen. Ich hasse diese 4G-Planeten, der kann sich einfach nicht bewegen. Eigentlich sollte man auf dem Planeten am besten gar nichts machen. Oder was weiß ich, ein Raumschiff, nur so ein Gerüst. So, aus die Maus. Okay, jetzt verrafft. Aber ist nicht so schlimm. Wir können uns ja hier wieder heilen. Ja, dann geht's zur nächsten Station, Pontair. Ist ja wieder zurück. Das ist das auch das weiteste, was wir hatten bis jetzt. In Richtung T-Rex. Ja, dann kurz nach Fingarum zurück. Jetzt kommt als nächstes unser Satium-Eisenplanet, ne? So, aber genau, wir können ja gleich von hier weiter. Nee, das war Arumis, da müssen wir hin. Second, ich weiß gar nicht, bin ich in die Richtung noch weiter geflogen? Ja, wie sieht's denn hier aus? Oh, Tutti. 60 Stunden. Gibt's hier überhaupt was? Haben wir denn hier irgendwas platziert? Oh ja, 1. Oh ja, jede Menge. 5. Boah, wenn zu 5 Bohrer haben wir hier, das ist doch schön. Ach nee, ah! Es ist immer auf das Alte eingestellt, ey, das finde ich irgendwie scheiße. Jo, und hier gibt's nämlich Nüschte. So, Kobalt. Gibt's denn hier irgendwelche coolen, also große meine ich, Kupfer zum Beispiel. Neodym groß gibt's hier auch, also der Planet ist eigentlich gar nicht so schlecht. Neodym mittel, Neodym groß, Kobalt mittel. Ja boy. Also so für Kupfer, Neodym und Kobalt ist es hier gar nicht so schlecht. Vor allem eine Kobaltmittel haben wir direkt hier. Kupfer groß hier, noch eine Kupfer groß hier. Neodym groß auch direkt in der Nähe. Eisen haben wir erst eine von 16 entdeckt. Ich bin ganz ehrlich, ey, da auf die Kobalt, ey, da will ich aber eine drauf haben. Weil wir das halt noch gar nicht haben. Ich habe kein Schiff hier, ne? Tja, den Planeten sollten wir uns mal merken. Ist halt nicht weit weg von uns. Ein Sprung nur. Ach ja, hier habe ich auch noch die alte Teleportstation gebaut. Genau, von hier aus geht es sogar noch weiter. Hier waren wir irgendwie auf Swoosh, ne? Genau, da ist Third Outpost.
jetzt erstmal da ein. Also auf jeden Fall wieder, was heißt wieder? Den haben wir ja schon lange entdeckt. Das wäre ein guter Planet für Neodym, für Kobalt und für Kupfer. Und eben unter Umständen auch für Eisen. Da müssen wir mal nochmal erkunden. Aber da wir was vorhaben, wollte ich das jetzt nicht machen. Ja, wie sieht's hier mit dem Strom aus? Oh, 41 Stunden. Wunderbar. So, genau. Hier ist der Boost. Eins, zwei, drei, drei Stück. Mal Minusgrade, nicht ultra hohe Plusgrade. Platziert. Schön, alles in einer Reihe. Ja, hier haben wir zum Glück noch mal Eisen. Da wäre noch eine Eisen groß. Silizium haben wir auch noch keinen Bohrer platziert. Und hier gibt es auch noch so einiges zu entdecken. Ja, für Satium ist der Planet hier super geil. Hier wäre noch ein großes Erzlager, das haben wir schon gut geplündert. Hier wäre Silizium groß. Das ist ja eigentlich auch ganz nice. Weil das auch hier oben ist. Tja, da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, da knall ich einen drauf. Ja, das machen wir. Also nach Norden und dann so nach Nordwesten rüber. Monster. Boah, ich muss viel weiter nach Osten rüber. Da ist Satium sehr groß. Ich bin eigentlich immer gerne mit dem Bus unterwegs. Das ist irgendwie chillig. Vor allem das finde ich halt geil auf Planeten, wo es halt, was weiß ich, hohe Strahlung und sowas gibt. Nee. Da ist der Bohrer. Oh la la. Das ist aber mal ein richtiger Schwung. Satium. Sehr schön. Na, er hat auch 92% Qualität. Das ist schon echt super. Da ist Eisen. Monströses Lag. Was soll das? Da haben wir wieder eine Rakete rausgehauen. Da ist der Bohrer. Oh, das ist gut. Wenigstens ein bisschen Eisen jetzt wieder.
Ich bin an dem Neodym vorbeigefahren. Ist egal, machen wir auf dem Rückweg. Wir gönnen uns jetzt erstmal das Silizium. Wir fliegen noch. Jetzt sind wir erst wieder aufgesetzt. Tisch! Oh, ein bisschen spät gesehen. Schon wieder was im Weg. Aha. Viehzeugs gibt's auf jeden Fall auch. Meter. So, ich glaube, den Rest machen wir mal zu Fuß. Ich bin ganz schön hoch, ey. Ich hätte ja nicht mehr reinkommen. Bisschen runterpumpen. So. Boah, 44 Meter. Weniger, 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 weniger. Immer noch. Jetzt hört's auf. Da wird's mehr. Da wird's auch mehr. Da müssen wir hier das Zentrum ungefähr haben. Ist auch unser letzter Bohrer erstmal. Und wir den Kraftstoff. Naja, immerhin 71%. Der wieder zurück. Ja, er lenkt sich halt busmäßig, ne? Voll scheiße. Das war damals bei dem Spaßprojekt aber wirklich das Ziel. Der sollte sich fahren wie ein Bus. Da brauchen wir. Boah, wieder gegengefahren. Musst du uns an, kriegst Rakete. Vorbei am Raumschiff. Zum Bohrer. Oh, da ist er. Naja, immerhin fast 4000.
dann hätten wir das geschafft. Ja, diese beiden Planeten in Reihe, eigentlich nicht schlecht, so für, ne? Kupfer, Eisen, Satium, Silizium, Neodym. So, Bus parken hier. So, sind wir denn jetzt fertig? Ja. Können nur noch zurück. Ja, dann machen wir das doch noch. Und dann sind wir ready. Das ballern wir jetzt noch in unsere Base rein. Ja, dann können wir mit dem Sternzerstörer los. Oh, halt, müssen wir noch weiter. Home, sweet home. Das ganze Erz da rein. So, schmeißen wir dich auch noch an hier. Dann leg mal los. Und noch ein bisschen Money. Und wir haben hier das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und in der nächsten Folge fliegen wir dann mit dem Sternzerstörer los. Bis denne und ciao.